In unserem Stiftsfundus hat sich ein ganz besonderes Objekt erhalten. Es ist eine Andenkenkassette an eine Reise ins Heilige Land aus dem Jahr 1874. Sie stammt von unserem Mitbruder Alois Meyerhofer, der als nordoststeirischer Bauernsohn hier eingetreten ist und hier seine Talente entfalten konnte. So war einer eigentlich unserer interessantesten Mitbrüder dieser Phase. Er war seelsorglich sehr engagiert, war auch karitativ tätig, hatte auch eine besondere künstlerische Ader, die er auch ausgelebt hat, und zudem war er auch mit einer besonderen Reiselust ausgestattet. So hat er als erster damals diese weite Reise auf sich genommen und ist vom 1. März bis 9. Mai 1874 ins Heilige Land gereist. Und von den Städten, die er da besucht hat, hat er in dieser Kassette einzelne Objekte zusammengetragen, um diese Reise haptisch zu dokumentieren. Zugleich hat er aber auch einen wunderbaren Reisebericht verfasst, den er mit Federzeichnungen versehen hat, um das ganze Bild noch abzurunden. So sind diese beiden Objekte von seiner Reise erhalten. Es gibt aber auch noch ein Selbstporträt von ihm, sodass diese drei Objekte sich gleichsam zusammenfügen und ein Stück weit diesen Menschen lebendig werden lassen, ihn ein Stück weit in die Gegenwart herübergerettet haben. Und somit ist es ein einzigartiges Dokument über diesen Mitbruder.